Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Markenvideo. In diesem Tutorial werde ich euch zeigen, wie ihr mit oder unter Verwendung von KI, insbesondere der KI von Elvin Labs, Text-to-Speech erstellt. Schaut euch das Video also unbedingt bis zum Ende an und folgt diesen einfachen Schritten. Als erstes geht ihr auf die Website elvinlabs.io. Und von hier aus können wir mit unserer generativen Sprach-KI beginnen. Von hier aus müsst ihr euch nur anmelden, damit ihr ein Konto habt und mit der Erstellung eure eigenen Eingabeaufforderungen oder eure eigenen Sprachmodelle beginnen könnt. Also lasst uns einfach nur mit dem Google-Konto eine Verbindung herstellen und auf Weiter klicken. Und danach müssen wir mit unseren Projekten beginnen. Sie können also anfangen, alles zu haben, was Sie möchten. Sie können hier einfach tun, was Sie möchten und ich werde einfach Spaß haben. Und so weiter. Und von hier aus können wir anfangen, unsere Modelle oder unsere Sprache zu erstellen. Also von hier aus werde ich einfach Text-to-Speech verwenden. Und in den Einstellungen können Sie auswählen, was die beste Genauigkeit hat. Und das ist die Stimme. Sie können sich die Stimme anhören, damit Sie eine Stimme auswählen können, die Ihnen gefällt. Von hier aus können Sie also alle diese Akzente sehen oder sich diese Akzente einfach anhören und sie hier haben. Ich klicke zum Beispiel einfach auf diesen hier und hier in den Spracheinstellungen können Sie. Wählen Sie aus, was Sie möchten, die Stabilität der Stimme, die Klarheit aus. Und von hier aus können Sie anfangen, den gewünschten Text einzugeben. Also bin ich oder ich komme einfach. Zu diesem KI oder Elvin Labs Tutorial. Und von hier aus muss ich nur noch generieren und ich habe meine. Und wie Sie sehen können, habe ich, wenn ich hier spiele, dieselbe Stimme oder diese Kolumnenstimme hat genau dieselben Worte, die ich Ihnen gerade gesagt habe. Jetzt können Sie mit dem Herunterladen oder Abspielen dieser von Ihnen generierten Stimme beginnen und sie zu jedem beliebigen Zweck verwenden. Also danke fürs Zuschauen. Danke und bis zum nächsten Mal.